dass jeder, der eingeringt, ja, das aktive Element oder dieser aktive Part, dieser Part, das Subjekt, wenn man so will, also dass dieses Subjekt aber auch nicht mit, sieht das überhaupt nicht aus, da kann es eben auch vorkommen, dass auch die hohe Muschel in Mitleidenschaft gezogen wird. Ja. Also das ist jetzt vielleicht, weil das ist ja kein Leiden, das ist ja auch ganz nah beieinander, aber das ist also, dass die herrliche Erregung zu leichten Bissen führen kann, ja, zum sanften Erkunden des Körpers, durch die Zellen des Anwesens, nicht nur beim Eindringen in den Gehörgang bleibt, sondern auch das Hyaline Knorpel, auch die Muschel in diesem Vorgang, auch von da von der Muschel sensorische Impulse weitergeleitet werden an die entsprechenden Zellen im Körper. Das hat dann ja auch körperliche Reaktionen zur Folge. Also das ganze Ohr auch, dass ich sie diese Hühnerhaut, dass ich tiefer auch, dass es dann auch völlig erschaudert, unwillkürlich wilder, auch unbändiger und kalt über